Was geht denn hier? Nix. Ich will einfach nur Danke sagen. Kommst du jetzt mal hierher? Entschuldigung. Wie kannst du uns halt so erschrecken? Ihr seid meine Herzensmenschen, sag ich jetzt mal so. Weil ihr tut Gutes für andere. Du spinnst ja. Ja, ich weiß. Und einfach nur Danke. Ich glaube, du bist älter. Ja. Ein bisschen benehmen habe ich es ja. Ein bisschen. So, und einmal für dich. Und danke für euer Engagement. Ich danke mich. Die Überraschung ist gelungen. Jutta und Brigitte wurden von Gabriele und Gudrun für Hessens Helden nominiert. In der Zeitung habe ich das gelesen mit den Hessens Helden. Da dachte ich mir, oh, Heldinnen gehen ja bestimmt auch. Und dann habe ich einfach mal, schreibst du mir da einen Text hin? Die beiden sind Heldinnen mit dem, was sie für andere tun, sagt auch Gudrun. Eine Freude für die Kinder und auch Erwachsenen, die krank sind und doch gefesselt sind in Kliniken, wo dann eine Freude ist, Abwechslung und wo sie Spaß dran haben. Jutta Weber aus Hünfelden hat die Gruppe Beanies von Herzen ins Leben gerufen. Das sind Menschen, die für andere nähen. Angefangen hat es mit Mützen für krebskranke Erwachsene nach der Chemo. Dann kamen Spielsachen für Kinder auf Krebsstationen dazu. Es ist unwahrscheinlich und so traurig, wie viele Kinder Krebs haben. Es ist unfassbar, habe ich vorher nicht gewusst. Mit bunten, schönen und kuscheligen Dingen den Kindern das Leben ein wenig schöner machen. Das ist das Ziel. Solche Dinge. Ja, das macht Kindern unwahrscheinlich Spaß. Die sind Autogaragen, das kann man zusammenfalten und dann können die Kinder auch im Bett mitspielen. Ja, es ist, im Krankenhaus habe ich nichts Großes, da habe ich nur mein Bett. Und in Offenbach haben wir eine Station, da dürfen die Kinder wirklich 24 Stunden am Tag ihre Betten in ihre Zimmer im Moment nicht verlassen. Mittlerweile hat Beanies von Herzen 200 Mitstreiterinnen in ganz Deutschland, die vielen großen und kleinen Menschen Freude bereiten. Deswegen sind Brigitte und Jutta wirklich hessische Heldinnen. Die Nominierung kam trotzdem überraschend. Ich war erst mal baff, dass sie gar überhaupt noch so eine Idee kam, weil ich käme auf so eine Idee nicht. Es macht uns unheimlich stolz, anerkannt zu werden, unsere Arbeit. Wir nähen wirklich sehr, sehr viele Stunden. Und wenn dann jemand sagt, hier, ihr seid gut, dann ist das für uns Dank. Und Gabriele und Gudrun sind froh über die gelungene Überraschung. Ich bin super stolz, nur durch einen kleinen Brief so viel in Wallung gebracht zu haben, dass jetzt so viel entsteht. Beanies von Herzen. Liebevoll genähte Dinge, die Menschen in schwierigen Lebenslagen die Zeit etwas erleichtern.